Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Ich bin völlig abgekämpft, hat aber zwei Gründe. Zum einen habe ich genau den gleichen Kescher in die Hand bekommen wie bei Harald, als ich seinen Teich abfischen musste. Und ich habe wieder gesagt, das ist ein Verbrechen am Fisch. Und Sie sollen doch bitte, wenn wir unseren Container bekommen mit dem wunderbaren Mazda-Material, Matsuda-Material aus Japan, sollen Sie doch bitte zwei, drei ordentliche Kescher. Nein, es ist wirklich eine Gefahr für den Fisch. Aber der Hauptgrund, warum ich so fertig bin, hier ist die Sonne rausgekommen und das Glashaus ist, glaube ich, innerhalb von 5 Minuten auf 35, 40 Grad hat sich das erwärmt. Richtig warm. Aber es geht um Karashi-Goi, um die Selektion. Wir haben leider nicht alle rausbekommen. Ich habe gekämpft, aber durch das, dass die Abdeckung drauf ist, wäre jetzt ein zu großer Aufwand gewesen. Ich schätze mal, dass wir 15 Stück rausbekommen haben. Ganz kurz zur Geschichte. Die Karashis waren 22, 25 cm groß, als die im Anfang Dezember bei uns selektiert wurden. Es waren Weibchen. Ich werde heute auch checken, die wir rausfangen, ob es alle Weibchen sind. Und dann hat man mich gefragt, mit wie viel soll man die jetzt füttern. Dann habe ich kurz ausgerechnet, wie schwer sind sie durchschnittlich, habe die Futtermenge bestimmt und habe gesagt, und jetzt Number One, gib ihm. So, das hat man auch gemacht. Number One Swim wurde die ganze Zeit gefüttert, hat die Futtermenge, wie von mir empfohlen, jede Woche gesteigert. Das sind so roundabout 10%, aber immer unter Beobachtung der Fische, des Fressverhaltens, des Wachstums und der Volumenzunahme. Und jetzt haben wir Dezember, Januar, Februar, März, April. Wir haben Mitte Mai, also 5,5 Monate später. Und als ich die vorher im Becken gesehen habe, habe ich schon gesagt, scheiß, die waren dann so groß in meinem Abstand noch nicht. Und als ich die jetzt rausgetan habe und mal einen der größeren hier in die Messwanne getan, habe ich wirklich gedacht, boah, fuck. Aber ich zeige es jetzt Ihnen mal. Und interessant ist auch, wie unterschiedlich sich Karashi entwickeln. Häufig wird gedacht, naja, Karashi gelb und Hauptsache von Konishi und dann wird er schon riesengroß. Und das ist auch in sehr vielen Fällen so. Aber hier, man hat da natürlich sehr feine Unterschiede in der Wachstumsgeschwindigkeit, im Körperaufbau, im Volumenaufbau. Hier dieser Doitsu, das ist ein absoluter Traum, den würde Makoto jetzt um nichts in der Welt verkaufen. Der würde in Naturteich kommen, auch dieser Orangi ist genial. Er hier ist, einfach brutal. Er hier ist brutal. Aber ich könnte Ihnen die jetzt alle zeigen. Wir haben die jetzt hier einfach mal zwischengehältert mit reinem Sauerstoff. Das ist ein Vorteil, wenn man das hat. Das ist, glaube ich, der erste Block, wo wir ein Becken mit reinem Sauerstoff belüften können. Und jetzt werde ich einfach mal ein paar exzellente Tiere oder so viel wie möglich rüber tun, werde die ganz kurz besprechen und werde Ihnen sagen, was ist gut, welche sind vielleicht nicht ganz so gut, wie welche hängen hinten nach, wo sind die Nachteile, wo sind die Vorteile, damit Sie vielleicht auch noch ein bisschen Karashi-Wissen hinzubekommen. Also hier haben wir den ersten 54 cm Orangi Karashi-Goi. Und ich kann Ihnen nur sagen, da gibt es nichts, aber auch gar nichts dran auszusetzen. Makoto würde ihn in den Naturteich werfen. Reini Herbst würde ihn jetzt bis zum nächsten Frühjahr auf über 80 cm bringen. Und was man hiermit macht, denke ich auch, so wie Reini auf 80 cm bringen. Kein Nibanhi, gar nichts. Einfach perfekter Body und perfekte Färbung. Ebenfalls 54 und ebenfalls vom Körper perfekt und von der Beschuppung perfekt ist dieser Wagoi Karashi Goi, dieser Deutz Karashi. Am Kopf hat er ein kleines Schimmel, aber da kann ich Ihnen sagen, ich war schon oft bei Konishi bei der Karashi-Selektion dabei. Und wenn ein Fisch ansonsten perfekt ist, akzeptiert er das. Breiter, langer Kopf, Riesenschulterpartie, schön hoch und heute schon mit 54 cm einfach ein perfekter Karashi. Auch den würde Makoto sofort in Naturteich geben. Und nicht, dass Sie noch denken, das könnte eine Karashi-Werbeveranstaltung werden hier. Ja? Wir müssen auch die zeigen, die sich nicht ganz so toll entwickelt haben, wie zum Beispiel dieser Shortbody hier. Heute 37 cm, auch ein Riesenkörper, ein bisschen Nibani bekommen, hat eine tolle Beschuppung. Und ich verspreche es Ihnen, bei allem, was ich über Koi weiß, man hat es Anfang der 20 cm 0,0 gesehen, dass aus ihm ein Shortbody werden könnte. Manche zeigen das ab 30, andere ab 40 cm, aber nur selten als Tosei. Und nochmals 54 cm, ein ebenfalls perfekter Deutz. Schön lang, brauche ich nicht beschreiben. Besser geht's nicht Karashi-Goi-mäßig. Bei Makoto wäre er jetzt auch im Naturteich. Er hat jetzt derzeit Ikeire. Also entweder sind sie gerade rausgekommen im Naturteich oder sie gehen jetzt erst. Und seine sind im Schnitt 45 dieses Jahr. Und mit 54, der müsste jetzt noch 5 cm machen. Dann hätte er Ikeage-Größe. Und ich glaube aber, im Herbst wird er schon an den 70, 75 knabbern. Wir werden sehen. Die Fische werden, wie gesagt, nicht verkauft. Sie werden weiter großgezogen. Und von daher, es bleibt spannend. So, er hier ist eher normal mit 47 cm. Klar, 47 cm als gerade mal einjähriger Karashi-Goi
ist eine Sensation, aber man muss es natürlich immer in Relation setzen, wie wurden die Koi gehalten. Und wenn man die 54er sieht, sind da natürlich 7 cm dazwischen. Und bei ihm ist der Kopf ein klein wenig zu kurz, das sehen Sie jetzt auch. Aber trotzdem Koi, der über die 80, 90 cm wachsen kann, aber wahrscheinlich zeitlebens den anderen die ein oder andere Flossenlänge hinterher hinken wird. Und er hat ganz leicht abstehende Kiemendeckel, wobei sich das noch legen kann, ist übrigens häufig einem etwas zu kurzen Kopf geschuldet. Mr. Starbucks, der war kaffeebraun, als er im Dezember hierher kam, ist jetzt aufgehellt, kann übrigens der Haltung unter der Abdeckung geschuldet sein, muss aber nicht, muss dann abwarten, wie er sich entwickelt. Hat es auf 51 cm geschafft. Noch nicht den ganz brutalen Körper haben die Braunen auch, vor allem die Deutzbraunen auch häufig in der Größe noch nicht. Spielt aber keine Rolle, er hat einen sehr schönen Körper, wachstumsorientiert und über 80, über 90 schafft er allemal und wenn alles gut läuft, sogar bis ins nächste Frühjahr. Und der nächste mit dem Potenzial bis nächsten April, Mai auf über 80 cm zu wachsen, ist der 54 cm große Deutsche. Nicht die perfekteste Beschuppung, ein bisschen Ishigaki, der aufgesetzte Steinwall, wie es die Japaner bezeichnen, wenn es Kokinami von Deutsche nicht ganz so schön ist, wenn zwischen Rückgratbeschuppung und Seitenlinienbeschuppung sich ein paar wilde Schuppen befinden. Er hat sie noch relativ regelmäßig, aber ich verspreche Ihnen, wenn der mal über 80 cm ist, interessiert es kein Menschen, ist das völlig egal. Er ist auch lang, kräftig, hoch, langer, breiter Kopf und wie gesagt, jetzt schon 54 cm groß. So, hier sind wir ebenfalls bei über 50, genau gesagt 52 cm. Schöne Beschuppung, Seitenlinie perfekt, Rückgrat gut, fehlen halt ein paar Schuppen, aber das ist nicht so dramatisch. Und ein hoher Koi, der extrem Volumen aufbauen wird und auch er hat die Chance, bis zum nächsten Frühjahr auf 80 zu wachsen. Hat eine etwas andere Körperform, hat einen etwas spitzeren Kopf als die davor. Aber das sind Kawari Mono. Bei Gosanke wäre es sicherlich dramatischer. Bei Kawari Mono muss das zumindest in jungen Jahren bezüglich des Wachstums erstmal noch gar nichts heißen. Er hier hat 47 cm, ist kein richtiger Shortbody, aber die Proportionen des Körpers sind auch nicht ideal. Ich würde ihm eine Wachstumsprognose von so 75, 80 geben. Und Sie sehen, er sieht ein bisschen, die Japaner sagen, Bodru mitai na, sieht ein bisschen aus wie eine Flasche oder auch wie eine Zigarre. Also er hat so diese etwas bauchige Körperform. Auch das kommt unter den Karashigoi vor. Und das wäre jetzt einer, den Makoto nicht zwingend selber großziehen würde. Das ist der größte, bislang mit 55 cm und einem unfassbar kräftig breiten Körper, jetzt scheint nur gerade die Sonne rein, jetzt sieht man es nicht ganz so toll, hat leider etwas abstehende Kiemendeckel momentan. Das kann sich noch rauswachsen. Häufig verschwindet das, bis sie dann irgendwann mal 70 cm sind, wenn der Kopf dann noch breiter wird, wenn sich die Proportionen des Körpers verschieben. Das wäre mir derzeit völlig egal. Ich würde ihn einfach weiter groß machen und bei ihm steht außer Frage die 80 cm, die Tür zu den 80 cm bis zum nächsten Frühjahr stehen ihm definitiv offen. Also ihn hier machen wir noch in der Einzelbesprechung. 50 cm Wagoi, auch wunderschön, auch Potenzial auf die super Jumbo-Größe. Ist jetzt gerade ein bisschen schüchtern. Jetzt kommt der lange Körper, hat nicht oder bislang noch nicht den ganz Volumen geprägten Körper. Was er aber hat, wenn Sie mal genau hinschauen, ich hoffe, man sieht es, er hat so ganz leichten Niban hier im Ansatz. Hier sieht man ein bisschen. Das ist ein kleines Risiko, dass das später noch mehr werden könnte, aber bislang noch auf gar keinen Fall ein Ausscheidungskriterium, weil Länge, Volumen und insgesamt das Standing, die Körperlinie sind sehr gut und von daher noch kein Kritikpunkt. So, hier haben wir dann noch die letzten, die wir jetzt nicht geblockt haben. Der eine, er hier ist auch ein klein wenig zu kurz, der hier unten, das Wasser ist jetzt natürlich ein bisschen belastet. Der da unten, der ist noch sehr gut, er hier ist gut und er hier ist ein bisschen ein Nachzügler, spielt aber keine Rolle. Wir haben, wie gesagt, nicht alle rausgeholt und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich würde die Prognose abgeben, bis nächstes Jahr im April, Mai wird die Hälfte der Koi auf über 80 wachsen und bis auf den Shortbody werden es alle über 70 schaffen. Und so wie ich das hier einschätze, werden die jetzt auch mal in ihrem Becken hier bleiben
unter kontrollierten Bedingungen, dann auch mit permanentem Wasserzulauf, mit Sauerstoff im Becken und mit bestem Futter, number one. Und dann bin ich wirklich gespannt und wir werden natürlich über die Geschichte nochmal bloggen. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank an die Familie, die natürlich auch heiß drauf war, mal zu wissen, wie groß sie sind, weil sie es selber noch nicht gemessen hatte.